Was haben ein seltsamer Stoffring, ein ominöses blaues Fläschchen und ein kleiner weißer Stromstecker gemeinsam? Sie sind aus den 20er Jahren. Aber zu was genau dienen sie? Ein Transportmittel. Ich möchte es nicht mehr anfassen. Wie gut, dass wir Handschuhe heute haben. Das ist ein Pfefferspray. Vielleicht ist ja das so eine Art Räucherstäbchen, was dann so ein bisschen verdampft. Du liebst deine Räucherstäbchen. Und jetzt schauen wir in die Surprise-Box 20er Jahre. Ja, sieht ziemlich alt aus hier, oder? Dann lass doch mal an der Zeit reisen. Ich grüße Sie, Frau Oelkers. Angenehm, Herr Dunkelmann. Schick seht ihr aus, passend für eine Surprise-Box Ausgabe 20er Jahre. Ob das beim Erraten der gesuchten Gegenstände hilft? Natürlich beobachtet eine Experte das Ganze für uns. Dr. Markus Speidel hat Technikgeschichte studiert. Außerdem leitet er das Museum der Alltagskultur Schloss Waldenbuch, kennt sich also bestens mit alten Gegenständen aus. Los geht's! Der gesuchte Gegenstand ist selbst eine Box. Was wurde denn darin in den 20er Jahren transportiert? Ich glaube halt irgendwie daran, dass man da Geschirr oder... Guck mal, heute, wenn du heute eine Party hast, kriegst du vom Partyservice immer so ein komisches Blech hingestellt, wo so Kerzen drin sind, die das warm halten. Ja, wie heißt das nochmal? Das könnte das Pendant von dem Ding sein, nur aus den 20ern. So ein Warmhalter für Essen. 20er Jahre Catering. Hier so ein Soljanka-Topf drin, da so ein bisschen Wurstsuppe. Ja, glaube ich nicht. Klingt unwahrscheinlich, oder, Dr. Speidel? Cateringbox sehr, sehr nett und wahrscheinlich unendlich schwer, wenn man das die ganze Zeit durch die Gegend tragen müsste. Ein Tipp, dieses Teil half den Frauen, sich zu emanzipieren. Immer noch keine Idee? Also, in den 20ern ging es ja sehr, sehr viel auch um die Gleichberechtigung der Frau. Vielleicht hat die Frau dem Mann das Essen irgendwann morgens gemacht und dem das da drin gelassen. Und wenn er später nach Hause kam nach der Arbeit, war das noch warm. Und die Frau musste nicht noch mal kochen. Geile Erfindung. Richtig, es ist eine sogenannte Kochbox. Hat man gebraucht, um Brennstoff zu sparen. Das war teuer, war knapp. Ein Gegenstand, um Holz und Kohle zu sparen oder auch zur Erleichterung der Haushaltsführung berufstätiger Frauen. Morgens kochten sie die Speisen kurz auf, stellten den kompletten Topf in die Kiste. Gefüllt war das Futter mit Stroh, das gut isoliert. Im Inneren staute sich die Hitze und das Essen garte so zu Ende. Ding Nummer 2 wartet bereits in der Surprise-Box. Was sofort auffällt, hier spielt Strom eine wichtige Rolle. Aber wozu diente dieses Teil aus Porzellan? Weißt du, woran es mich erinnert? Es gibt ja bei uns heute auch so kleine Geräte, die steckst du einfach in die Steckdose rein und die machen entweder einen Geruch oder die machen Licht. Du meinst so Nachtlicht oder was? Ja, und das ist, was du einfach nur reinsteckst, eine Steckdose. Es leuchtet durchaus auf, noch aber seid ihr weit von der Lösung entfernt. Kommt ein Gerät dran mit einem Kabel, was ein eigenes Ding ist, oder einfach nur ein kleiner Aufsatz? Ein kleiner Aufsatz, ne? Dann ist vielleicht hier das, was hier unten raushängt. Da ist ja ein Stück Holz drin. Ja, aber da sehen. Ist ein Stück Holz drin. Warum ist da ein Stück Holz drin? Vielleicht ist ja das so eine Art Räucherstäbchen, was dann so ein bisschen verdampft. Wir lösen auf. Es ist ein elektrischer Zigarettenanzünder. Durchgesetzt hat er sich nicht, ist aber Beleg für den Zeitgeist der 20er Jahre. Das Thema Elektrizität war trotz allem irgendwie noch neu und mit viel Experimentierfreude verbunden und hat tatsächlich darüber nachgedacht, was kann man eigentlich mit der Elektrizität eigentlich machen und warum nicht eigentlich auch damit Zigaretten anzünden. Das Holz im Inneren oder ein Wattebausch wurde mit einem brennbaren Öl getränkt. Der Brennstoff für die heißen Glühstäbe. Diese entzünden die Zigarette bei Berührung. Für die Frauen war Rauchen Teil der sozialen Revolution und der einsetzenden Emanzipation. Nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges wollte man das Leben in vollen Zügen genießen und frei sein. Es kam ein völlig neues Lebensgefühl der Freiheit auf, mit selbstbewussteren Frauen. Aber unsere heutigen Feuerzeuge, die stecken nicht hier im Strom. Verrückt. Hat es sehr oft gebrannt damals? Das war doch gefährlich. Elektrische Sicherungen gab es zwar schon, aber Hausbrände waren weit verbreitet. Kommen wir zu Gegenstand Nummer 3 aus der Surprise-Box 20er Jahre. Es geht um diesen, ja was eigentlich, ein Ring aus Stoff? Ich überlege. Es fühlt sich an wie etwas, was ich in meiner Kindheit hatte. Das kenne ich irgendwie, dass da so Stoff ist und da drin irgendwas, irgendeine... Oder ein Schwimmring? Nein, ins kühle Nass legt man diesen Ring nicht. Aber mit Wasser hat es in gewisser Weise tatsächlich zu tun.
du hast eine Kiste mit Flaschen drin, sei es Bier, Honig oder irgendwas, und du packst die über die Hälse drüber, damit die nicht zerklimpern und zerklirren, wenn du die transportierst. Martin kommt der Lösung mit dieser Idee schon näher. Allerdings ist der Bausch, wie das Stoffstück richtig heißt, vielmehr ein Transportmittel. Hilft das denn weiter? Ein Transportmittel? Also man macht da irgendwas rein und dann bringt man es auf die Reise. Warte mal, was hat man denn in den 20? Na, das rutscht ja auf dem Boden ganz gut, ne? Claire und Martin, ihr steht hier ganz eindeutig auf dem Schlauch. Aber keine Sorge, nur ein einziges Wort wird alles auflösen. Afrika. Ach so. Ah, man hat sich das auf den Kopf gelegt und dann hat man es draufgestellt. So, Afrika. Bäm. Warum hat man damals in den 20ern so viel auf dem Kopf transportiert? Aus Afrika und Asien kennt man ja dieses Bild. Doch auch in Württemberg haben Frauen bis in die 1930er Jahre Eimer auf dem Kopf transportiert. Denn das Tragen von Lasten auf dem Kopf ist die für Muskeln und Rückgrat schonendste Art des Lastentragens und insbesondere des Wasserholens. Also zum einen, wir haben das Wasser in die Wohnungen bekommen, also das Leitungswasser war dann einfach da. Und zum anderen einfach andere Transportmittel. Also das Fahrrad hat dann einfach an Bedeutung gewonnen, mit der Zeit dann eben auch das Auto, dass wir einfach auf andere Formen zurückgegriffen haben, um Dinge zu transportieren und es eben nicht mehr auf dem Kopf gemacht haben. Der Bausch kam aus der Mode und ist in Deutschland heute nicht mehr zu finden. Finden sollen aber die beiden Galileo-Reporter nun die Antwort auf die Frage, was genau ist Objekt Nummer 4 der Surprise-Box? Blaues Glas mit zwei unterschiedlichen Verschlüssen, oben und unten. Warum sollte man oben was reinfüllen und es unten quasi auch wieder, und warum dieser Trichter? Soll ich erklären? Ja. Weil es eine Taschenlampe ist, aus den 20ern. Wie ist eine Taschenlampe? Ich glaub, also das ist meine Vermutung. Das hier ist ein Trichter. Du machst hier irgendwo dann Öl rein und damit die dann, wenn du die anmachen willst, brennt die da auf diesen Trichter wahrscheinlich. Und dann machst du hier oben auf, damit die Luft bekommt, die Flamme. Nein, Martin, stimmt leider nicht. Der blaue Heinrich, wie der Gegenstand auch genannt wurde, ist für den Gebrauch außer Haus gedacht. Man könnte sagen, er diente der allgemeinen Sicherheit. Na, kommt ihr jetzt drauf? Das ist ein Pfefferspray. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Pfefferspray. Sowas wie ein Pfefferspray für die aus den 20ern. Irgendwas, wo zwei Substanzen in einem Ding sind und sobald die mit Luft in Berührung kommen, machen sie irgendwas und dann spritzt man das auf die Gegend. Nein. Noch ein Vorschlag? Es ist ein Behälter für Hustensaft. Dr. Speidel, hat Claire die Antwort? Naja, es führt zumindest in die richtige Richtung, in die Lunge. Also an sich ist es etwas, was mit Krankheit zu tun hat, mit der Tuberkulose. 30 Jahre nach der Entdeckung der Tuberkulose-Bazillen durch Robert Koch diente das Taschenfläschchen für Hustende dazu, infektiöse Spucke aufzufangen und die Verbreitung von TBC zu verhindern. Durch die kräftige Färbung des Kobaltglases war der unansehnliche Inhalt vor den Blicken Dritter versteckt. Der Taschenspucknapf. Ich möchte es nicht mehr anfassen. Wie gut, dass wir Handschuhe heute haben. Zugegeben, die Vorstellung ist nicht appetitlich, aber in nahezu allen Lungenkliniken der damaligen Zeit gehörte es zur Standardausrüstung. Nummer 5 der Surprise Box 20er Jahre ist nun an der Reihe. Claire und Martin haben es mit einem silbernen, löchrigen Gegenstand zu tun. Sieht filigran aus, aber ist das schon ein Indiz für den Einsatzbereich? Vielleicht benutzt er was bei Pflanzen. Ist es zum Kakteen umpflanzen? Nee. Okay, dann Körperpflege. Warum hat das so viele Löcher? Es ist löchrig. Ich weiß wozu. Na? Man nimmt Teebeutel aus dem Wasser und dann kann nämlich der Rest Tee, weil es kann so abtropfen. Nö. Unter diesem Ding befand sich ein wirklich starker Alkohol. Das war Absinth. Absinth war in den 10er und 20er Jahren ein großes In-Getränk, das sogar dann verboten wurde, weil es als gemeingefährlich galt. Claire und Martin sagen wir erstmal nur, dass es für ein gefährliches Unterfangen diente. Kommen die beiden damit schon auf die Lösung? Das hat eine typische, also die Form ist schon speziell. Hier diese beiden Backen sind so ein bisschen angewinkelt. Das ist doch, um sich das in den Mund zu legen. Ich will sie die ganze Zeit in den Mund legen. Legt man sich in den Mund?
Den Löffel selbst nicht, aber das, was es ergibt, durchaus. Man muss bei diesem Objekt der 20er Jahre eben um die Ecke denken. Doch, jetzt weiß ich. Du legst es über das Cocktailglas rüber, da und da, und hier oben drauf verbrennt der Zucker. Und dann tropft der karamellisierte Zucker in deine Feuerzangenbowle. Die Funktionsweise stimmt das Getränk nicht. Absinthlöffel. Es ist ein Absinthlöffel. Ursprünglich ein Heilmittel, war es unter Intellektuellen und Künstlern Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Das alkoholische Getränk wurde 1915 verboten. Doch die Beliebtheit der grünen Fee stieg weiter. Die Berliner feierten die goldenen 20er Jahre mit dem damaligen Modegetränk in Absinth-Bars. Der starke Alkohol aus Wermut, Anis und Fenchel stammt aus der Schweiz. Sein Geschmack ist eher bitter, daher wird mit Zucker etwas Süße entgegengesetzt. Wegen des berauschenden Wirkstoffs Thujon gab es lange Zeit ein Verbot. Es kam zu Familiendramen, wo scheinbar völlig alkoholisierte Väter ihre Kinder umgebracht haben oder ihre Lebensgefährtinnen. Und man hat das alles auf den Absinth geschoben und den Absinth erstmal verboten. Den Absinth, den wir heute trinken, den Sie heute bekommen, der ist eine entschärfte Version von dem, was es damals gab. In die Gegenwart hat es von den 5 Gegenständen nur der Absinthlöffel geschafft. Am meisten fasziniert hat die Galileo-Reporter übrigens der Taschenspucknapf.